Hallo ihr Fleur, schön, dass ihr wieder eingeschaltet seid. Also, ich hatte eigentlich diese Folge schon mal aufgenommen. Anomen, halt die Gosche. Ich hatte diese Folge eigentlich schon mal aufgenommen. Darin habe ich schon versucht, in die nächste Ebene runterzukommen. Bin auch da gelandet. Allerdings ist dieser Dragomir viel zu stark. Und maximal zwei Schläge waren meine Charaktere tot. So, ergo habe ich dann gesagt, nee, mache ich nicht, noch nicht. Hab dann den Priester, der dort stand, mit dem kleinen weißen Mädchen, habe ich dann mit dem Paladin da hinten verkuppelt. Und ja, er hat es jetzt aufgenommen und er wird ihr Amidst alles beibringen. God's Und evil wir stands gehen aside. jetzt einfach zum nächsten Gebiet. Entweder die Dorks oder die Brücke oder das Regierungsviertel. Aber You vielleicht gehen wir know erstmal. we lay by enemies and must defend ourselves. Achso. Wir fangen hier an. Hoch, hoppala. So, ich kann schon. More for the eyes, please. More for the eyes, yes! Bitte den da. So, dann den nächstbesten. Wer auch immer das ist. So, der nächste. Sklavenhändler. Sklavenjäger. Ja, okay, gut. So, war was? Ja, mein Scroll doch nicht rum. So, gucken mal. Also, die kannst du schon mal fallen lassen. Rüstung und so ein Krams ist schon mal sehr gut. Magisches ist immer gut. Brauchst du noch nicht mal identifizieren. Besser geht doch gar nicht. So. Hat der gute Anomen einen magischen Streitkolben? Tja, Dolche. Ich habe aber nichts mit Dolchen. Ich habe nur Kurzschwerter. Und einen Bogen. Egal, machen wir mal anders. Obwohl, ich glaube, hier ging es, ne? Ich glaube, identifizieren ging hier. Denn es ist ja verboten zu zaubern. Kettenpanzer 1. 0, 2. Und du 1, minus 1. Ja, dann am besten den guten Anomen. Du kannst den hier haben. Auch mir. Also das ist der Vorteil einfach, wenn man Hexenmeister ist, dass man da einfach mehr Zauber von einer Sorte machen kann. Dafür hat man natürlich Ari jetzt die Auswahl, kann das auch selber bestimmen, ohne es vorher zu entscheiden.
Zum Beispiel ein magisches Schwert. Pfeile. Du hast noch Pfeile. Und du hast Pfeile. Einzelfeld. Minsk and Boo stand back for justice. Aber man kann nicht überall zaubern. Das funktioniert leider nicht. Stand back for justice. Einmal zum Regierungsviertel. Hört, hört. Ich mal kurz auf die Karte gucken. Ich habe keine Ahnung, wie es danach weiterging. Also ich war meistens in der Stadt unterwegs. Was habe ich denn dann nochmal gemacht? Jetzt, wenn man das leider zu viel zu lange nicht mehr gespielt hat. Nun, ich schaue aus wie ein Abenteurer. Ich war selbst Abenteurer zwischen meinen Abstechern als Steckrübenverkäufer. Manchmal bricht der Bark zusammen und der ehrliche Verkäufer feiner Gemüsesorten, der voller Stolz des Morgens in seinem Spiegel blicken kann, wird dazu gezwungen, seine Fähigkeiten zu prostituieren und auf Abenteuern zu ziehen. So, schon gut, worauf wollt ihr hinaus? Ja, natürlich, die Vorzüge des Bauchladenverkaufs von Gemüse zwischen den Vorzügen von Heldentaten, die ewige Frage, die uns alle beschäftigt. Ihr versteht das impliziert. Es erinnert mich daran, wie meine liebe Cousine Josephine sich in diesen Gossenzwerg verliebte. Jämmerlicher Typ, wirklich. Schlechte Zähne, ranziger Mundgeruch. Wirklich ein Scherz der Götter. Wir haben Josie, das war ihr Spitzname, den ich ihr gegeben habe, immer aufgezogen, weil sie so eine kleine, winzige Nase hatte, die sich so nach innen krümmte. Worauf wollt ihr hinaus? Nun, worauf ich hinaus will, oh freundliche Kundin, ist, dass ich wundervolle Gegenstände zu verkaufen habe, die speziell von mir für euch dafür geschaffen wurden, euch auf den gefährlichen Wegen zum Heldentum zu unterstützen und sich unter dem Namen von Jan Jansens, das bin ich, bemerkenswert spitz, blitzfreudige Monsterviecher verscheuchen, bekannt bin. Jetzt pass auf, ihr nehmt dies von den Babys, werft es in Richtung eines
typischen Otto-Normal-Orks. Schließt eure Augen ganz fest und wusch! Kurz darauf rennt er wie manisch im Kreis, schreibt wie verrückt und reibt sich die Augäpfel. Ganz wie Ork. Onkel Sven, nachdem er 3 Tage im Bübenbier-Entziehungskur war. I trust all is well. Halt, Gnom. Im Namen des amischen Finanz- und Steuerbehörde. Ah, kenn ich schon wieder. Diese geistigen, rückständigen, steckrübenhassenden Abschaum von Gauner hat nichts Besseres zu tun, als einen ehrlichen Geschäftsmann davon abzuhalten, illegale Blitzer zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen. Hier kommt er, gibt mir Deckung. I trust all is well. Jan Jansen, gnomischer Einwohner Amts. Ihr seid der Steuerhinterziehung sowie illegalen Verkaufs illegaler Güter auf illegale Weise für schuldig befunden worden. Zerks, mein alter Freund, ihr tut gutes Unrecht an mir. Großes Unrecht an mir. Ich würde doch nie das Gesetz brechen. Wie mein Vater immer gesagt hat, es reicht, ihr werdet nicht wieder mit euren verdammten Geschichten ablenken. So blöd bin ich nun auch wieder nicht. Schnauze. Latrinendienst winkt. So ist besser. Wir sind euch seit Tagen auf der Spur, Jansen. Wir haben euch auf frischer Tat mitten im Verkauf eurer gefährlichen illegalen Präparate ertappt. Was für ein grausames Schicksal von einem alten Freund fälschlich angeschuldigt. Ich bin nicht euer Freund, Jansen. Ihr seid niemandes Freund. Oh, so ist das also. Macht euch Spaß, euch um verdreckte Nachtköpfe zu verkümmern. Tut mir leid, Herr. Diese Arbeit bringt mich nochmal ins Irrenhaus, das schwöre ich. Und wer seid ihr? Wohl kaum eine Stammkunde dieses Schurkens. Habe ich nicht das Recht zu schweigen? Ich bin Florinde auf der Suche nach Abenteuern. Nun, Florinde, hat oder hat dieser Gnome nicht versucht, euch illegales Handelsgut, um es deutlich zu sagen, Monsterverscheucher wie dieser elende Gnome sie nennt, zu verkaufen? Ich habe keine Ahnung, wovon ich spreche. Wir haben uns über das Wetter unterhalten. Ja, Sir hat versucht, mir einen Monsterverscheucher zu verkaufen. Ich bin nicht hier, um eure Fragen zu beantworten. Ich habe nichts Böses getan, also lasst mich in Ruhe. Verflucht! Euch hat der Gnome also auch gekriegt. Jansen, ihr könnt nicht länger in Atatla hausieren. Was euch betrifft, Florinde, ihr habt euch einen gefährlichen Feind geschaffen. Wer ist ein gefährlicher Feind? Ich, Idiot! Los! Zur Amtsstube! Da geht er hin! Ein wahrlich widerlich bösartiger Mensch. Dagegen kommt mir noch Onkel Kratzi wie ein Heiliger vor. Ach egal. Wie es scheint, bin ich wieder mal aus dem Schwarkmarkt rausgeflogen. Zumindest so lange, bis ich mir ein Vermögen zusammengespart habe, um ein Geschäft wieder ins Rollen zu bringen und Strax Vorgesetzten ständig zu bestechen. Benötigt ihr vielleicht noch einen Mitstreiter? In der Tat, Jan. Willkommen an Bord. Nein. Danke für euer Angebot, aber ich glaube, es ist im Moment besser, wenn ich ohne euch weitermache. Ihr werdet schon noch sehen, was ihr an mir vermisst. Falls ihr eure Mann ändert, findet ihr mich in der nicht ganz so opulenten Hälfte der Stadt. Man könnte es auch als die Slums bezeichnen. Ich stehe dann vermutlich hinter dem Steckrübenstandverkauf und versuche mir langsam und mühselig genug Geld für eine ordentliche Bestechung zusammenzusparen. Ich wünsche euch viel Glück. Seid gegrüßt, ich kenne euch. Oder vielmehr sind meine Gebieter eure Taten bekannt. Ich denke, ich sollte mich vorstellen. Mein Name ist Madden. Ich vertrete einen der Meister von Atatla aus dem Orden der verhüllten Magier. Ich beabsichtige, eure Dienste in einer dringenden Angelegenheit in Anspruch zu nehmen. Die verhüllten Magier, sind das diejenigen, die Imoen verhaftet haben? Ich hätte großes Interesse, mit ihnen darüber zu sprechen. Davon weiß ich nichts. Wie bereits erwähnt, vertrete ich einen der Magier, einen gewissen Meister Tolgerias. Tolgerias, vielleicht könntet ihr
mit ihm über diese Immoren sprechen. Gut, wie und wo kann ich mit diesem Tolgias sprechen? Er wird sehr erfreut sein. Meister Tolgias hält sich im Regierungsgebäude hinter mir auf. Ihr könnt hineingehen. Lasst euch nicht aufhalten. You must gather your party before venturing forth. Stand back for justice! Bist du der? Ja. I am one of the Wie ich sehe, hat Maden sich wieder als treue Seele erwiesen, wie immer. Wie geht es euch, meine Fürstin? In Anbetracht der Tatsache, dass die Stadt Fremden gegenüber nicht sonderlich aufgeschlossen ist. Vielleicht hat Maden ein wenig von dem verlauten lassen, worum es hier geht? Nein? Nun ja, es gibt da etwas, von dem ich sehr gerne möchte, dass ihr es tut, wenn ihr es euch mal anhören würdet. Ich bin jetzt da, ihr könnt mir also auch sagen, was ihr wollt. Tja, das hättet ihr wohl gern, was? Dies ist eine heikle Angelegenheit und ich kann nicht jedem dahergelaufenen Neugierigen alle Details ausplaudern. Ich brauche euer Einverständnis für diese Aufgabe. Das stimmt wohl. Sie wollen eure Zustimmung, bevor sie bereit sind, euch zu sagen, was sie wünschen. Florinda, wie ihr ja wohl wisst, kann man diesem verrückten Magier nicht trauen. Also, was sagt ihr? Stimmt ihr der Aufgabe zu und ich werde euch alles erklären, was ihr wissen müsst. Es ist so gelaufen, wie es wohl laufen muss. Ihr habt meine Einwilligung. Großartig, diese Zustimmung bedeutet, dass die Hilfe beim Magier euch beim Wort nehmen. Diese Angelegenheit bedarf größter Diskretion und Zweckmäßigkeit. Es gibt da etwas, was nun mehr seit bereits über einer Woche plagt und was inzwischen ziemlich beunruhigend geworden ist. Euch ist die hervorstehende Meinung gegen Magier hier am bekannt, nicht wahr? Nun ja, bei einigen ist es sogar mehr als das, ein brennender, offensichtlicher Hass. Ein bestimmter Mann hier in Alcatla hat zwei der unsrigen kaltblütig ermordet. Er hält sich gegenwärtig versteckt und wir möchten, dass ihr diesen Kerl aufspürt. Wir waren bisher nicht in der Lage gewesen, was uns sehr frustriert hat. Verhüllte Magier können nicht ohne Nebenwirkungen angegriffen werden und das führt zu ernsten Problemen. Wer ist dieser Mörder und wie soll ich ihn denn finden, wenn es euch nicht gelungen ist? Er heißt Valgar Kurtala. Jüngster Sohn einer wohlhabenden Familie und ein richtiger Brutalo. Seht euch um und fragt die Leute, vielleicht findet ihr heraus, ob er sich in der Stadt oder irgendwo anders aufhält. Er hat ein Haus im Hafenviertel, aber er könnte sich auch in den Omarhöhen geflohen sein. Seine Freunde und Bedienstete wollen nicht mit uns sprechen, aber vielleicht tun sie es ja mit euch. Und was soll ich genau mit diesem Typen machen, wenn ich ihn finde? Ich bin kein Mörder. Wir verlangen keinen Mord von euch. Wir wollen nur, dass ihr Valgar uns überstellt. Das ist alles. Er wird sich wahrlich zur Wehr setzen. Wenn ihr ihn umbringen muss, dann ist das eben so.
Natürlich müssen alle Mörder ihrer gerechten Strafe zugeführt werden, aber ich frage mich, welche Art von Gerechtigkeit die verhüllten Magier walten lassen würden. Ein interessanter Gedanke. Aber wenn ihr ihn tötet, dann muss ich auf jeden Fall seine Leiche haben. Valga muss uns überstellt werden, tot oder lebendig, ist das klar? Also gut, ich werde mein Bestes tun, um diesen Mörder für euch festzusetzen. Ihr gabt uns unser Wort, also erwarte ich auch nichts Geringeres. Ich erwarte im Bälde des Körpers des Mörders angesichtigt zu werden. Ja. Wie ich sehe, steht die Weaver vor mir. Aber den Mörder sehe ich nicht. Irgendwas fehlt. Was ist der hier? Speak up, speak up. Was kann ich für euch tun? Ihr seid offensichtlich etwas fehl am Platz. Wenn es also nicht wirklich Wichtiges ist, muss ich euch sagen, dass ich viel zu tun habe und von Leuten wie euch nicht belästigt werden will. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich möchte etwas in Erfahrung bringen. Oh, nein. Welche Aufgabe erfüllt ihr? Welche Abteilung der Verwaltung gehört ihr an? Nun, wenn es euch brennend interessiert, will ich es euch sagen. Ich muss mich mit verwaltungstechnischen Aspekten der Einschränkung mystischer Kräfte herumschlagen. Die Anwendung von Magie in diesem Land eingeschränkt. Und es ist auch gut so. Magier sind gefährliche Abweichler. Wisst ihr etwas von den Magiern, die hier gefangen genommen worden sind? Was mit jenen geschieht, die von den verhüllten Magiern gefangen werden, geht anständige Leute nichts an. Kein Magierkundiger bleibt unerkannt und alle kommen sie hier durch. Um diese Information ist nicht für eure Ohren bestimmt. Guten Tag noch. Verzeihung. Ihr seht aus wie ein Krieger. Seid ihr ein Krieger? Könnt ihr mir helfen? Minsk und Bo sind die größten Krieger, mein Freund. Ich werde unsere Feinde zum kleinen Schnipsel verarbeiten. Wer wagt es, dich anzurühren? Zeig einfach in die Richtung. Ich habe keine Feinde, Sir. Keine Feinde. Ich bin erleichtert. Ich traue keinem einen Finger breit, der Jagd auf Kinder macht. Und ich werde jeden zerstampfen, der es wagen sollte. Bo fragt sich, wozu ihr einen Krieger braucht, wenn ihr keine Feinde habt. Ich habe mich verirrt, werter Herr. Ich sollte jemanden finden, der mein Dorf helfen kann. Aber mir ist alles gestohlen worden und niemand kann mir helfen. Was? Bo ist außer sich. Sieh nur, wie wütend er ist. Er ist klein. Sieh also genau hin. Sorry, das Elgato-Programm ist mir eben abgeschmiert. Das heißt, es fehlt jetzt ein bisschen was. Also im Prinzip sind die Leute wieder gekommen, nachdem sie verschwunden sind, dort im Dorf, und waren ein bisschen plemplem. Sie haben von wilden Tieren gesprochen, merkwürdigen wilden Tieren, die da in den Bergen unterwegs wären. So. Dann werden mit Sicherheit Helden gebraucht. Held wie Minsk, Bo und Florinda. Wo ist dein Dorf, kleiner Mann? Zusammen werden wir uns alles schon richten. Ich kann euch auf der Karte zeigen, wo es liegt. Ich bin sicher, dass Minister Leroy sehr dankbar wäre, wenn ihr unserem Dorf helfen könntet. Alle sind schrecklich verängstigt. Nichts vertreibt die Furcht besser als ein gutes Schwert und ein kräftiger Tritt in den Hintern des Bösen. Wir werden zu deinem Dorf gehen und tun, was Helden tun. Stimmt's, Florine? Ihr habt recht, Minsk. Wirklich, oh wunderbar, vielen Dank. Wenn ihr nach Instal kommt, sprecht mit Minister Leroy. Er kann euch alles weitere erklären. Danke, mein Herr. Wir sollten losgehen und für den Jungen das Dorf retten. Ich werde das Böse zerschmettern mit Stumpf und Stiel. Selbst das kleine Böse im Nagetierformat. Nun,
Obwohl es wohl eher Bo-Arbeit ist. Ich hoffe, ihr plant bald zu diesem Dorf zu reisen. Außerdem würde ich bevorzugen, mal wieder durch das grüne Gefilde zu reisen, nachdem wir uns so lange in der beengten Stadt aufgehalten haben. Ich meine, mit dem muss ich reden. Speak up, speak up. Ah, okay. Aber ich habe zahlreiche Magier in der Stadt gesehen und sie scheinen keine Schwierigkeiten mit den verhüllten Magiern zu bekommen. Nun, ich bin sicher, dass ihr euch irren müsst. Die Magier, von denen ihr sprecht, gehören entweder zu den verhüllten Magiern oder sie haben bewiesen, dass sie es wert sind, eine Lizenz zu besitzen. Und um hier in dieser Stadt Magie zu wirken. Wie kann man eigentlich beweisen, dass man es wert ist, eine Lizenz zu erhalten? Nun, als erstes müsst ihr eine finanzielle Spende leisten. Dann erlauben wir euch, Magie in der Stadt zu wirken. Falls ihr euch als Abweisender erweist, verliert ihr die Lizenz wieder. Und wie hoch ist diese genaue spezielle... ...5000 GM. Nicht weniger. Und falls ihr euch des Privilegs in Amt Magie zu wirken als unwünschig erweisen solltet, wird das Geld nicht zurückerstattet. 5000 GM? Einfach schon. Hier, nehmt. Ich verstehe. Ausgezeichnet, mein Fürst. Ihr und eure Gefährten haben hiermit fürs Erste das Recht erworben, innerhalb der Stadtgrenzen Magie zu wirken. Missbraucht dieses Privileg nicht oder ihr verliert es mit sofortiger Wirkung. Every hamster has his day. Weil das ist... Das ist das Nervigste, dass du in der Stadt nicht zaubern darfst. Also ich versuche das immer so schnell es geht hinzukriegen. Oh, ich muss gar nicht so weit laufen. Wisst ihr was? Wir speichern hier und dann machen wir hier Feierabend. Das wollte ich gleich machen. Ja. So. Sollte es euch gefallen haben, dann lasst mir gerne ein Abo da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Eure Florinda. Bye.